Yeah, you're surprising. Baby, tell the truth, just be honest. Caught up in your lies, do they make sense? Like you was doing your thing at my expense. Yeah, it's funny how you chase me down just to play me. Cause how you look up on the real thing. And who gon' love you down if it ain't me? Take me back to riding around in your whip. Hands all over my hips, kissing over my neck, yeah. Take me back to concerts in the city. Saying, baby, come with me. Now it ain't so pretty, pretty. Now I'm saying, whoa. It was all good, all good. Now I'm saying, whoa. Yeah. Take me back to. You got me saying, whoa. Moin Freunde von Campfeeling. Moin. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und dass wir euch begrüßen dürfen. Heute mal wieder aus der Halle von Spann an in Osterrönfeld. Und heute haben wir mal was richtig Geiles für euch mit dabei. Es ist zwar ein 6-Meter-Kastenwagen, also gar nicht so groß, aber der hat es außen. Diesmal nicht in sich, sondern er ist außer sich, könnte man sagen. 6 Meter, Name Carrado Pro 600 CV. Ja. Und hier steht er. Ja, folierungstechnisch absolut geil gemacht. Also die Folie, die muss ich gleich mal sagen, das ist auch so, die ist direkt bei Spann an designt und nennt sich Use Surf Design. Genau. Ist eine Vollfolierung, wie ihr seht. Also hier ist nichts ausgelassen, also nicht irgendwie ein Stück Metall noch zu sehen. Komplett foliert und richtig edel. Ja, das ist schon wirklich was Außergewöhnliches. Spannern hat ja ihre eigene Hausfolierungsabteilung, so kann man das, denke ich, ganz gut. Genau. Hier steht es auch nochmal jetzt, guck mal. Ja, The Endless Summer. Aber das ist jetzt mal egal, ob ich nun ein Surfer bin oder was weiß ich, oder einfach nur damit in Urlaub fahren will. Mit dem Auto macht ihr den absoluten Stecher. Ja, ne? Also auffallen ist mit dem Fahrzeug auf jeden Fall garantiert. Ja. Ja, und von der Ausstattung her ist es so, er hat hier die vorgehängten oder aufgesetzten Fenster, wie man so schön sagt, in dem Fall in dunkel gehalten, was natürlich passend zu dieser coolen Optik ist. Dann habe ich, jetzt kommt es wieder, wo es richtig auffällig ist, die 18 Zoll Felgen, die Delta-Felgen, auch noch in dieser Farbe gehalten hier. Also das sieht ja, das ist wirklich der Hammer. Ja. Ich weiß nicht, ob mir sonst diese Felgen in der Farbe gefallen würden, aber zu dieser Folierung passt es einfach. Ja, es ist auf jeden Fall schick. Ja. Das Schöne ist halt auch, das muss man ganz klar sagen, wir haben hier die Continental-Allwetterreifen mit ganz, also Ganzjahresbereifung mit Schneeflockensymbolen und Gott sei Dank keine AT-Bereifung, weil ich bin kein Freund von AT-Bereifung, weil die immer einfach unangenehm laut ist. Ja. Ja, und das würde, finde ich, auch zu dem Fahrzeug irgendwie nicht passen. Finde ich persönlich. Aber gut, das ist... Soll ich mal rangehen, Robert? Ja, Außenspiegel wie gehabt bei Kastenwagen, da brauchen wir nicht viel dazu sagen, ne? Genau. Ja. Und dann kommen wir mal hier rum, ums gute Wägele. Also Nebelscheinwerfer und sowas haben wir in dem Fall hier nicht. Ja, LED-Tagfahrlicht ist mit dabei, ne? LED-Tagfahrlicht, genau. Ja, dann komme ich mal auf die Seite hier. Hier an der Schnauze sieht man, dass hier Citroën am Werk war. Ja. Das auch alles foliert. Und auch hier komplett foliert, auch hier oben, wie ihr seht, ne? Also ich habe nicht gelogen, wenn ich sage Vollfolierung. Also das ist wirklich komplett hier, dieses Auto. Tutti, ne? Completti. Ja. Und unter dieser schicken Motorhaube werkelt ein 165 PS Motor von Citroën, in dem Fall handgeschaltet. Handgerissen. Handgerissen, genau. Dann kommen wir mal hier rum auf diese Seite. Hier hat man auch mal so hier nochmal so ausgestellte Radkästen. Ja, das musst du machen. Bei der Rad-Reifen-Kombination ist es so, dass man hier die Kotflügelverbreiterung benötigt. Sonst kriegt man die die Dinger nicht eingetragen. Genau. Aber ich finde, ich gehe jetzt mal von vorne so. Sieht halt einfach nochmal ein bisschen bulliger aus. Ne? Ja, so. Auch von hier, guck mal, von Weitem so. Geh mal ein bisschen weiter weg und lass mich mal da vorstellen, so als der Surfer schlechthin. Ne? Aha. Super, ne? Fehlt nur noch mein Brett. Ja. Ja. Hier oben haben wir eine schöne Markise auch dran, komplett über die Fahrzeuglänge gehalten. Eine Thule Omnistor in diesem Fall. Genau, das passt. Ja, auch in schwarz gehalten, sodass das alles wirklich optisch stimmig ist. Ich gehe nochmal ein bisschen auf das ganze Design ein. Ja, super. Also das ist schon wirklich
richtig schick. Also da kommt, ja, das flasht einen richtig, ne, wenn man das so sieht. Ne? Ja. Da würde man am liebsten dieses Fahrzeug besitzen. Ja, doch, also das ist schon echt richtig nice gemacht, das muss man mal sagen. Ja, dann haben wir hier eine elektrisch ausfahrbare Trittstufe, die auch schön breit ist. Das müsste meiner Meinung nach ohne zu messen diese 71 cm breite Stufe sein. Genau. Dann haben wir hier den breiten Einstieg. Haben hier auch ein Insektengitter, wie wir es so auch von anderen Kastenwagen in der Art kennen. Genau. Ja, und das ist hier nachher schon der Kühlschrankblock, aber da kommt Robert nachher bei der Innenvorstellung dazu. Genau. Ne? Du kannst es bloß mal zeigen, mach mal bitte einmal kurz auf, weil ja viele sagen, das ist kein Doppelangeschlagener, aber die Scharniere sind so angebracht, dass man ihn nicht, geh mal ein Stück weg, auch wirklich so komplett öffnen kann. Ja, das Gute ist nämlich, wenn ihr hier draußen steht, so schön gemütlich unter der Markise, ne, und ihr habt Durst, ne, dann braucht ihr hier bloß reingreifen. Oder ihr wollt einen gesunden Apfel essen, ne? Das geht auch. Ja, der Apfel, der wird es richten. Okay, weiter im Text. Also ich muss hier auch nochmal drauf eingehen, wie wirklich gut das ja foliert wurde, wie gut man, also ich bin begeistert. Das muss man ganz klar sagen. Ich auch. Und ich bin auch begeistert, dass man sogar Frischwasser mitnehmen kann. Das seht ihr nämlich hier ran, das ist der Eifelstütze fürs Frischwasser, in dem Fall nicht hinter einer Staubschutzklappe, aber das ist eben bei Carrado nicht so vorgesehen. Guck bei diesem mal, Auto. Überall hat er schon angefangen zu rosten. Oh nee. Das ist ja eine Gurke. Guck mal, hier läuft der Rost richtig runter. Nee, Quatsch. Aber bisschen Spaß muss sein. Ja. Also Frischwasser, aber das heißt ja nicht umsonst Used-Surf-Design. Ja. Ohne Spaß kein Leben, ne? Genau. Und weil wir ja weiter Spaß haben wollen, gucken wir mal da rein, wo der Spaß stattfinden könnte. Das ist jetzt aber wieder sehr doppeldeutig. Nee, wieso denn? Man kann sich doch Witze erzählen im Bett, oder? Ja, ja, stimmt. Oh, pardon. Ja, na siehst du, guck mal, woran du schon wieder denkst, Robert. Alles gut. Ja, da seht ihr es. Ein typisches Querschläferbettchen. Genau. Lattenrost, ne? Genau, mit Lattenrost, den man auch hier sozusagen entfernen kann, wenn man mal was Großes, Sperriges transportieren möchte. Genau. Dann haben wir hier drunter gleich die Klappe, wo ich an die Revisionsklappe für den Frischwassertank komme. Genau, das ist in Ordnung. Da kommen wir gut ran. Da gibt es noch eine zweite, aber die zeigt Robert nachher. Genau, dann habt ihr hier das Zusatzbettchen, falls ihr zu dritt mit dem Ding unterwegs seid. Das könnt ihr nämlich zusätzlich auch noch machen, dass ihr hier noch für eine dritte Person noch ein Bett vorne mit aufbauen könnt. Das ist gut, genau. Ja, und dann haben wir hier unsere, wie im Kastenwagen bekannt, unser Fach für die Gasflasche, für die Gasflaschen in diesem Fall. Ne? Das ist jetzt hier einfach gehalten, hier haben wir keinen Crash-Sensor drin und so weiter. Das kann man sich aber alles nachrüsten, wenn man möchte. Auf jeden Fall passen hier 2 11-Kilo Gasflaschen rein. Genau, das ist in Ordnung. Oben habt ihr die dritte Bremsleuchte. Da würde ich mir persönlich auf jeden Fall noch eine Rückfahrkamera mit dazu nehmen. Aber im Auto geht es zwar mit den 6 Metern und mit den breiten Spiegeln, aber ich sag mal, für die eigene Sicherheit, ne, ist es schon besser, wenn man so eine Kamera hat. Ja, genau. So, das ist jetzt quasi die Originalfarbe, der Graumetallic. Genau. Also, wenn ihr das Fahrzeug besitzt und irgendwann mal das Ding verkaufen möchtet und der nächste Besitzer sagt, oh nee, ich hätte gern Original, dann ist das jetzt ja nicht nur, dass ihr auffallt mit der Folie, sondern es ist ja auch einfach nochmal eine Art Schutz für den Hauptlack. So sieht's aus. Genau. Aber ich glaube, mit dieser Folie reißen euch die Leute so ein Auto mal später gebraucht aus den Händen, weil es absolut individual ist. Genau, und was man auch noch ganz, ganz klar dazu sagen muss, bevor jetzt wieder Kommentare nachher stattfinden, ja, wenn da mal ein Riss in der Folie ist, das geht auf jeden Fall super gut zu reparieren über Smart Repair, da haben die Folierer so ihre eigenen Techniken. Also das ist immer oder zum Großteil reparabel. Genau, und hier arbeiten auch Folierer professionell im Haus, also da braucht man sich keine Gedanken machen. Ja, dann haben wir hier, wie es sich auch für solche Fenster hinten gehört, in dem Fall Rollos und natürlich auch Insektengitter. Ne? Ja, genau. Okay, so. Gut, dann würde ich sagen, jetzt gehen wir mal weiter. Ja, würde ich auch sagen. Auch hier seht ihr nochmal das schöne große Fenster, was ihr nachher von drin auch nochmal seht. Das ist wirklich auch außergewöhnlich groß. Ne? Ja, das stimmt. Also ich... Das ist schon, nicht bei dem Fenster. Ja, das, doch, ich hatte das Fenster drauf, aber es war einfach ein schönes Fahrzeug, muss man einfach so sagen. Ach so, okay.
Also wollen wir das jetzt auch gar nicht rausschneiden? Nee. Okay, ja, muss ja auch mal sein, ne? Ja, also dann gehen wir mal von dem Fenster wieder hier runter. Ja. Leute, die sich damit auskennen, wissen, dass hier hinter die Toilettenkassette versteckt, in dem Fall von Tedford, die typische um die 18 Liter fassende. Genau, 18 bis 20 Liter haben die. Genau. Hält magnetisch, trotz der Folierung. Zeig mal, ja, wunderbar. Und hier oben habt ihr das Fenster von der Nasszelle. Und das ist das Tolle, das seht ihr nachher auch drin. Dieses Fahrzeug, obwohl es nur 6 Meter Fahrzeug ist, hat in der Nasszelle hier ein Fenster und auch oben. Toll. Ja, schließlich wollt ihr irgendwo, wenn ihr auf einem Platz steht, auch Landstrom haben. Den könnt ihr euch über diese Steckdose besorgen. Ja. Und dann haben wir hier den Abgasschlot von der Truma-Heizung. Das ist in dem Fall die Truma 4. Kombi 4. Die Truma Kombi 4 Heizung. Ja, reicht, von der Leistung her reicht es für ein 6 Meter Fahrzeug auch. Ne? Genau. So, ja. Und dann, Nils, müssen wir auch irgendwann mal unsere Kraftstoffreserven auffüllen. Genau. Da haben wir hier diese allseits bekannte Klappe mit Kraftstoff-Einfüllstutzen und AdBlue-Einfüllstutzen. Genau, da kommt man gut ran, das ist gut zugänglich, passt. Aber auch hier nochmal, wie wirklich klasse, dass hier foliert ist. Rings um die Falz, um die Kanten, also wirklich wunderbar. Ja, und dadurch, dass das hier eigentlich die Grundfarbe, dieses Grau ist hier, ne, passt das auch alles zusammen. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr hübsch gemacht. Ja. Mehr gibt es hier außen auch jetzt gar nicht zu sagen. Und eigentlich könnte ich immer noch stundenlang über die Folie reden und über die Felgen. Aber irgendwann soll ja Robert auch drin mal zum Zug kommen und deswegen gehe ich rein. Gut, bis gleich. Jo. Ja, na Robert, hast du es reingeschafft? Ja, auch nochmal von mir. Moin, Freunde. So, ja, draußen absoluter Eyecatcher, muss man ganz klar so sagen. Ganz, ganz starkes, tolles Fahrzeug, was auf jeden Fall sehr präsent ist mit seinem Erscheinungsbild, das muss man sagen. Innen drin ist das Fahrzeug Standard CV600, das muss man ganz klar sagen. Aber ich würde sagen jetzt, wir fangen erstmal vorne im Fahrerhaus an. Ja, hier haben wir das uns gewohnte Citroën Jumper Peugeot Boxer Cockpit oder auch Ducato vom groben Gerippe her. Ansonsten haben wir hier ein 4-Speichen Lederlenkrad im Fahrzeug inkludiert. Das Ganze mit Multifunktion, Tempomat, das ist schön. Dazu, wie gesagt, in Leder gehalten, die Chromring-Applikation. Dazu auch nochmal die Chromring-Applikation hier in der, im Kombi-Instrument bzw. in der Tacho-Einheit. Auch das 6-Gang-Schaltgetriebe ist mit Leder ummantelt. Das sieht nicht nur gut aus, fühlt sich auch gut an. Zudem haben wir eine manuelle Klimaanlage, so ist es ja richtig. Wir haben die Bergabfahrhilfe mit an Bord, das ist in Ordnung. Dazu haben wir noch die Start-Stopp-Automatik, wer diese benötigt. Ja, und dann hört es an großen Sonderausstattungen vorne im Triebkopf dieses Jumpers schon fast auf. Wir haben hier die uns gewohnten PC-Systeme aus dem Hause Rimis. Das ist vollkommen in Ordnung. Das Ganze können wir uns auch hier vorne zuziehen und verdunkeln. Ansonsten haben wir hier nochmal einen USB und 12-Volt-Anschluss. Das Ganze funktioniert dann dementsprechend, wenn der Motor läuft, nicht über die Aufbaubatterie. Das ist dazu gesagt. Also wie immer so bei den Wohnmobilen, ne? Genau. Dann haben wir hier unseren Airbag, hier unser gekühltes Handschuhfach. Das finde ich persönlich immer ganz nett. Das mag ich schon irgendwo sehr. Dann haben wir hier ein ganz normales Standard-Handschuhfach. Da ist nicht viel zu erwähnen. Und ansonsten... Und dann hier der Flaschenab... genau. Flaschenabhalter, würde ich sagen. Genau. Hier unseren Cupholder. Ja. Hier können wir vielleicht noch ein Handy oder irgendwas anderes reinlegen. Das ist in Ordnung. Hier habt ihr Platz für ein Radio. Das ist jetzt hier bei dem Fahrzeug noch nicht mit drin. Das muss sich der Kunde oder soll sich der Kunde dann quasi selbst aussuchen und entscheiden, welches Radio- oder Multimedia-System möchte ich gern in meinem zukünftigen Fahrzeug verbaut haben. So ist es. Kommen wir zu den Sitzen. Ja, schöne, finde ich, zeitlose Stoff- oder Materialkombination, was den Stoff angeht. Innen drin so ein bisschen grober, außen so im Alcantara-Look designt, die Außensitzwangen. Das Ganze hier auch nochmal schön gemacht, dass wir die Armauflagen nochmal mit dem Stoff überzogen haben. Ne? Das
Kannst du abnehmen und waschen, ne? Genau, das ist nett gemacht. Ansonsten finde ich den Stoff schön und zeitlos. Und ist auch speziell imprägniert, sodass, wenn doch mal gekleckert werden sollte bei dem hellen Polstern, man das relativ mühelos entfernen kann. Beide Sitze sind sogenannte Captain Chair Sitze, das heißt, beide sind wie der hier drehbar. Also, das ist in Ordnung. Ja, dann kommen wir mal zu unserem obligatorischen Fach. Viele sagen ja, oh, um Gottes Willen, das mag ich nicht, weil es nimmt mir einfach Stehhöhe. Das stimmt, na klar, muss man darauf achten, dass, wenn man von hier vorne nach hinten geht, sich nicht ständig den Kopf stößt. Ne? Ich muss hier mal dazwischen grätschen, weil ja auch dieser Absatz noch ist, auf dem Robert jetzt sowieso schon steht. Also das ist nicht so, dass Robert ganz unten steht und dann da oben das schon ist, sondern er steht jetzt schon auf dem Absatz. Genau. Ne? Da müsst ihr achten, vielleicht muss man ein, zweimal noch das Lehrgeld bezahlen und sich erst den Kopf stoßen. Ich persönlich aber finde dieses Fach toll, weil man ganz einfach, oder ich mache es bei meinem Kastenwagen so, ich habe ja ganz oft Jacken, Rucksäcke, Taschen, Wanderstöcke, irgendwas drin. Also ist halt einfach Kastenwagen. Ja, klar, Platz ist auf jeden Fall. Genau, und im Kastenwagen haben wir halt gar nicht so viel Volumen an Platz wie vielleicht in einem teilintegrierten oder ähnlichen Fahrzeugen. Dementsprechend bin ich immer sehr dankbar über dieses Fach. Hier nochmal zwei Ablagetaschen. Da kann man mit arbeiten, Handy etc. Hier haben wir unser Schaut-Bedienpanel für den Fahrzeugaufbau. An, aus ist klar. Dann haben wir hier einmal unseren Ladezustand, unsere Aufbaubatterie, Frischwassertank, Grauwassertank. Und hier haben wir unser Bedienpanel für unsere Truma Gasheizung. Können wir uns dann die Wärme einstellen, aber genauso könnt ihr euch dann darüber auch euren Boiler für die Warmwasseraufbereitung zuschalten und einstellen, wie warm soll das Wasser werden. Ne? Dann kommen wir mal zur Dinette. Schöner, angenehm breiter Tisch. Vom Muster her finde ich, passt er sich oder fügt er sich gut zu den Polstern ein. Das Ganze könnt ihr euch hier erweitern, sodass derjenige von euch, der dann hier sitzt, oh, jetzt hat sich meine Uhr geöffnet, der hier sitzt, auch wirklich Platz hat zum Speisen. Das ist wirklich gut gelöst. Ist sicherlich jetzt nicht, dass man sagt, das Rad wurde neu erfunden, aber dennoch ist es gut, wenn die Hersteller diese Option der Kundschaft lassen. Und ich finde, im Jahr 2023 bzw. 2024 sollte das auch einfach Standard sein. Zudem, so ist es. Zudem haben wir hier unten drunter nochmal schön Stauplatz oder Stauraum für Schuhe etc. Das ist schön, wenn wir die Kamera mal da hinten ein Stück hochhalten. Genau, da haben wir noch eine 230 Volt Steckdose. Die finde ich persönlich auch ganz gut. Ja klar, gerade wenn du hier mal sitzt abends. Ne? Positioniert. Und ihr könntet rein theoretisch hier auch noch euer drittes Schlafplätzchen draus bauen. Das habt ihr ja vorhin draußen schon gesehen. An der Heckgarage liegt das Zusatzbett. Das wäre möglich. Hier unten drunter, das seht ihr jetzt mit eingeblendet, befindet sich unsere Truma Kombiheizung. Da kommt man ganz gut ran, wenn mal was sein sollte oder ihr dran müsst. Ansonsten ist die Sitzfläche normal. Also hier kann man nichts groß dazu sagen. Ne? Genau, das ist ein bisschen steil, die Wand hier. Ja gut, das ist halt kastenwagenbedingt. Ja. Ne? Dann habt ihr hier im restlichen Fahrzeug die Thermorollos und von oben kommt die Insektenschutzgeschichte. Genau. Das passt. Hier habt ihr einen Schwenkhalter für einen TV. Der ist hier noch nicht mit dabei, aber der Halter ist halt schon installiert. So, dann schönes, großvolumiges Fach. Auch wirklich mit vernünftigen Hefele-Scharnieren das Ganze. Das merkt man auch beim Öffnen und Schließen. Da ist wirklich Kraft dahinter, beziehungsweise birgt das einfach für eine gewisse Beständigkeit und Qualität. Und ich finde, wenn man halt einfach viel Geld bezahlt für ein Reisemobil, gleich egal für welche Spezies, dann will man halt ja auch wirklich lange Freude dran haben. Dann haben wir hier oben unser Bügelhäki. Hier haben wir einmal Verdunklungs-PC und Insektenschutzgitter. Das ist auch Standard, aber dennoch schön, dass wir es mit dabei haben. Das also wenn ihr nach dem Surfen reinkommt, ist kein Insekt drin, wenn ihr das Gitter auch ordentlich betätigt. Ne? Genau, bei ordentlicher Handhabung. Genau. Wenn wir nochmal nach unten gucken, Klappe habe ich gerade schon mal geöffnet, dann haben wir hier nochmal unsere Elektrik, also zumindest den Schaltkasten verbaut, den Sicherungskasten, Frostwächterventil, finde ich persönlich sehr gut positioniert, wenn ihr da mal ran müsst. Und ihr seid im kalten Jahr unterwegs, muss man jetzt nicht erst irgendwas auseinanderbauen. Und die Gasabsperrhähne für Kochfeld
und Heizung. Zudem, bevor wir es vergessen, habt ihr hier auch Isofix mit dabei. Für diejenigen, die vielleicht mit den Sprösslingen unterwegs sind, ist es ja einfach ein wichtiger Punkt. So, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal die Küche an. Ja, kommen wir zur Kücheneinheit hier im Carrado CV600. Was gehört natürlich zum Standard einer Küche dazu? Ich weiß es. Na? Ein Kühlschrank. Richtig. Den haben wir hier. Relativ großzügiger Kompressorkühlschrank. Ich sag mal, zumindest für die Fahrzeuggröße. Ja, kann man nicht meckern. Was jetzt natürlich bestimmt viele denken, ah, schade, dass er keinen Doppelanschlag hat. Aber da braucht ihr euch keine Sorgen machen, denn die Scharniere sind so angebracht, dass man den auch komplett bis nach außen öffnen kann. Also das ist ja auch nicht schlecht, ist ne? Ist wirklich in Ordnung. So, dann arbeitsflächentechnisch finde ich, das passt auch. Auf jeden Fall haben wir hier ausreichend Fläche, um zu agieren, um uns hier vielleicht noch ein Stück Entenkeule zu zerhacken. Dadurch erspart man sich hier eine Arbeitsflächenerweiterung, ne? Genau. Mhm. So, dann haben wir hier unser zweiflammiges Gaskochfeld. Das Ganze funktioniert mit der uns gewohnten Piezo-Zündung. Prima, persönlich finde ich auch, dass wenn man doch was drüber geht, ich weiß, viele von euch können den Satz vielleicht schon gar nicht mehr hören, aber es ist einfach so, aber du hast ja recht. Die jetzt vielleicht das erste Mal so ein Camping vorstellen, so ein Fahrzeug vorstellen, gucken, ist es ja so, geht doch mal was rüber, könnt ihr das Ding herausnehmen und könnt das hier wirklich schön und einfach entsorgen. In die Spüle reintüdeln und dann wegspülen. Ja, zudem haben wir hier nochmal so ein kleines Haltenetz. Ja, gut, passt, kann man jetzt so lassen. Hier hat man nochmal einen kleinen Platz, um vielleicht dann Gewürze runterzustellen. Oder man macht es einfach so, ich stelle was Größeres hin, das hält da durch. Natürlich auch, genau. Man hat dazu noch hier die Kante. Ne? Hier oben haben wir nochmal so ein kleines integriertes Schienenteil, wo man hier vielleicht noch das ergänzen kann mit nochmal mehr Kleiderhaken, um hier vielleicht ein Geschirrhandtuch oder ähnliches hinzu. Oder die Suppenkelle. Oder die Suppenkelle oder was auch immer ihr dort gerne hinhängen möchtet. Hier haben wir noch die Leitbar. Hier oben drüber haben wir auch nochmal ein sehr üppiges Staufach. Das muss man ganz einfach so sagen. Mhm. Guter Rausfallkante, die ist in Ordnung. Schön tief, das finde ich persönlich sehr gut. Und auch hier ist wieder alles mit dieser sogenannten Soft-Close-Technik versehen. Das zieht sich im kompletten Fahrzeug so durch. Genau, dann Schrankelement für die Küche, finde ich, passt das. Mit zwei Einlegeböden, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Hierüber bedient er euer Kühlschrank. Ne? Mhm. Das ist auch, denke ich, fast selbsterklärend. Das ist ein Kompressorkühlschrank, da müsst ihr jetzt nicht groß darauf achten, ob er auf Gas oder auf was anderes umschwenkt. Da gibt es nur Bordbatterie oder Landstrom. Ja, guck mal, die Fächer sind auch schön tief. Ja, also ich finde das Dekor von Carrado, das muss man mal ganz klar sagen, nicht unbedingt aufregend, aber doch dennoch zeitlos. Das Fach ist jetzt mit knapp 15 Kilo zu belasten. Auch hier wieder die sogenannte Soft-Close-Technik. Ja, und dann haben wir hier nochmal 2x230 Volt-Anschlüsse. Auch das ist wirklich gut positioniert, wenn man sagt, okay, ich habe meine Küchenmaschine, was auch immer, dann stelle ich mir die hier hin. Das passt. Hier auch ganz gut gelöst, dass Carrado gesagt hat, okay, diesen Raum lasse ich nicht tot und ungenutzt, sondern hier positioniere ich zwei Kleiderhaken hin. Hier habe ich nochmal die Möglichkeit, eine Kleinigkeit hinzulegen. Hier sind nochmal zweimal USB-Ladeanschlüsse. Die funktionieren über 12 Volt Fahrzeugaufbaubatterie. Und hier unten hat uns Carrado dann noch einen Kleiderschrank gegönnt. Ach guck. Finde ich persönlich ganz nett. Mit Kleiderstange. Also von daher, ja, schön. Oder nicht? Doch. Ja. Kommen wir zur Nasszelle jetzt. Ich öffne mal die Tür. Und simsalabim, da sind wir auch quasi schon drin. Aber es ist gar nichts nass, weil du sagst Nasszelle. Nee. Unten spendiert uns Carrado hier einen Lattenrost. Das ist gut. Zudem haben wir hier einen Abfluss. Das ist ja ausreichend, sage ich mal, für einen Kastenwagen. Zudem haben wir hier, das finde ich persönlich schön, nochmal Fläche generiert bekommen, um hier vielleicht einen Zahnputzbecher oder ähnliches hinzustellen. Schönen großen Spiegel. Dann haben wir hier auch nochmal ein kleines Regalsystem. Hier könnt ihr auch nochmal ein paar Sachen unterbringen. Zudem finden wir persönlich ganz nett, dass er
hier nochmal ein extra Fenster habt. Und zusätzlich das Hegi oben, ne? Das ist wirklich gut. Genau, und zusätzlich nochmal hier oben ein kleines Dachhegi drin. Hier haben wir die obligatorische Kleiderstange. Das ist auch nett gemacht. Dann habt ihr hier eine Standard-Chemietoilette. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, weltbewegendes. Das ist halt Standard. Dann haben wir hier den Toilettenpapierhalter. Nochmal zwei Kleiderhaken, Duschvorhang. Alles hinten im, ist das eine Steckdose oder ein Schalter dahinter? Da unten? Das hier, das ist der Lichtschalter. Ja, Steckdose müsste man sich dann nochmal nachträglich einbauen lassen. Das kostet jetzt nicht die Welt. Ja, alles in allem ein solider Grundriss, auch das Bad. Bietet jetzt nicht schickimicki, aber es ist funktional und das soll es ja letztendlich auch sein. Ja, und man muss immer überlegen, wir sind hier im 6-Meter-Auto, dafür ist das, ist diese Nasszelle eigentlich groß, ziemlich groß. Also wunderbar, passt, das muss man gerade lassen. Leider Gottes, hier fehlen eigentlich noch so LED-Spots, die sind so zum Reinstecken. Die sind jetzt hier im Fahrzeug nicht drin, wahrscheinlich kommt das dann erst, wenn das Fahrzeug ausgeliefert wird. Aber nun gut, kommen wir zum Schlafgemach. Da haben sie das hier oben mit eingeblendet. Ich finde, das ist für einen Querschläfer eine ausreichende Größe, womit, ich sag mal, vielleicht 70 bis 80 Personen, denke ich, gut zurechtkommen. Was? 70 bis 80 Personen? 70 bis 80 Prozent der Personen. Ach so. Gut zurechtkommen. Ich habe eben überlegt, wir sind doch stehen hier nicht im Stadtbus. Genau, dann habt ihr hier den Lattenrost drunter. Hier habt ihr nochmal eine zusätzliche Serviceklappe zum Frischwassertank. Die andere hat euch ja Nils draußen schon gezeigt. Da kommen wir noch von hinten ganz gut ran. Zudem habt ihr hier zwei so eine ausgedrehten Drittstufen. Ja, das hätte man vielleicht ein bisschen schöner lösen können. Da kann man sich vielleicht noch mal was anderes einfallen lassen, dass man sich da noch mal ein breiteres Stück Holz draufsetzen lässt. Würde ich euch zumindest empfehlen. So, dann sitzt man hier im Bettchen. Auch hier sind die Schränke allesamt schön ausreichend, schön tief, das finde ich gut. Softclose-Technik bin ich eh ein Freund von. Ansonsten haben wir hier links ein sehr großes, ausladendes Seitenfenster, hinten nochmal die zwei Heckfenster, oben auch ein relativ großes Bügelhegi und rechts haben wir hier die Wand ohne Fenster verbaut, so dass man vielleicht auch mal mit der Hand am Kissen rumwuseln kann, ohne dass man sich hier vielleicht was kaputt macht. Also das passt, finde ich, ist ausreichend, auch von der Größe. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Endfazit. Ne? Na, das wollte ich gerade sagen. Siehst du? Ja, Freunde, nun sind wir durch mit dem Garado CV oder Pro CV 600. So ist es ja richtig. Geschafft. Ja, ein sehr interessanter Eyecatcher, so kann man es deklarieren. Ja, klar. Womit man auf jeden Fall die Garantie hat, aufzufallen. Deswegen haben wir den ja auch rausgesucht, haben wir ja Anfang schon erwähnt. Der ist jetzt so von der Ausstattung nicht der Oberknaller, aber einfach die Optik macht es hier bei diesem Fahrzeug. Ne? Und wer jetzt wirklich gerne irgendwelchen Surfsport betreibt oder auch irgendwas anderes oder einfach nur gerne in Urlaub fährt und auffallen will, der ist mit diesem Auto eigentlich goldrichtig. Genau, weil das nimmt ja in den letzten Jahren immer mehr zu, dass viele Leute, viele Camper einfach ihre Reisemobile einfach ein Stück weit mehr individualisieren wollen, den persönlichen Esprit dazu geben, den persönlichen Touch, je nachdem, wie ihr das jetzt deklarieren möchtet. Ja, also es ist tatsächlich so, außen absolut sensationelles Fahrzeug, das muss man ganz klar so sagen, zumindest so empfinden wir es. Ja. Innen drin Standard, Garado CV 600. Ja, was haben wir sonst, Nils? Zudem, also klar, die Folierung, absolut schick. Markise von Thule, die Omnistores mit dabei, das habt ihr gesehen. Genau. Wir haben diese schicken Delta-Felgen. Auf Ganzjahresreifen mit dem Schneeflockensymbol. Wir haben 165 PS Grundfahrzeug von Citroën mit Multifunktions-Lederlenkrad. Klimaanlage ist mit dabei. Wir haben eine vernünftige Nasszelle. Wir haben die Vorbereitungen für Fernsehen und sowas alles dabei, wer sowas gerne haben möchte im Auto. Die abgedunkelten Scheiben, elektrische Trittstufe. Also er ist natürlich das Auto aus. Genau, das muss man ganz klar sagen. Das Besondere ist einfach das äußere Erscheinungsbild. Innen drin kann man sich immer noch, ich sag mal, persönlich da individualisieren. Was ich persönlich oder was wir beide persönlich empfinden, ist, was dazu noch kommen würde oder was wir uns zumindest fürs Camping noch dazu nehmen würden,
Das wäre einmal ein vernünftiges Radio. Ne? Genau. Ja, sagen wir mal, kostet vielleicht 700-800 Euro, je nachdem. Eine Rückfahrkamera und vielleicht noch ja, ein Crash-Sensor. Ja. Und Solar und sowas, ja, das kann man sich immer nach und nach aufleveln. Weil ich finde, man. Da kann man die Wünsche wieder hochschrauben. Aber ich sag mal, wer einfach wirklich nur den Strand genießen will oder einfach so die Urlaubsfahrt, der ist damit doch gut aufgehoben. Ich würde mir immer Solar reinmachen. Kann man sich ja immer noch ganz individuell entscheiden, was man wirklich persönlich braucht. Es gibt ja auch ganz, ganz viele von euch, die sagen, du, ich mach wirklich oder ja doch minimalistisches Camping, ja, und ich brauche vieles gar nicht. Ja, genau. Und dementsprechend ist es in Ordnung, wenn man sagt, okay, ich gebe dann halt ein paar Euro noch mehr aus, was ich dann noch drin haben will, oder ich bin mit dem zufrieden, was passt. Fakt ist, Entschuldigung, was du schon gesagt hast, das Fahrzeug ist so, wie er hier steht, könnt ihr damit auf jeden Fall in Urlaub fahren. Genau, und wenn ihr es mal eilig habt, von A nach B zu kommen, hier habt ihr ja auch nicht die Grundmotorisierung, wie wir schon erzählt haben, sondern mit 165 PS und diesem leichten 6 Meter Auto seid ihr auch noch flott unterwegs. Ja, schick und flott. Schick und flott. Ja. Also es ist so, für diejenigen, die absolute Individualisten sind, die sagen, ich möchte gern was wirklich aus der Reihe tanzt, ich möchte auffallen, ich möchte präsent sein, ich finde das toll, ich finde das cool, für den ist der Pro CV 600 in der Span-An Folierungs Edition Summer, wie heißt die Folierung? Jetzt muss ich selber noch mal gucken. Ja, die heißt Used Surf Design. Used Surf Design, genau. Also ist ja auf jeden Fall cool, gerade in der Kombination mit den Delta Alufelgen. Vielleicht habe ich auch gar nicht so recht. Das Fahrzeug, so wie er hier steht, hat jetzt einen Preis inklusive Felgen, inklusive Folierung, inklusive allem, so wie er hier von uns. Danach wollte ich dich schon fragen, nach dem Preis, Robert. Von uns vorgestellt wurde, sind 72.900 Euro. Jetzt wird natürlich der eine oder andere sagen, oh, so viel Geld für einen 6-Meter-Kasten. Ja, es ist halt einfach die Folierung, die Delta-Felgen, das sind zwei große Posten. Ja. Aber. Die sind sehr groß sogar. Ja. Und deswegen, dafür seid ihr wirklich einmalig mit diesem Fahrzeug. Das muss man einfach so sehen. Also mir gefällt es persönlich echt sehr gut. Deshalb fand ich, oder das hatte ich ja auch zu dir vorhin schon mal gesagt, für mich so optisch von außen auch her der schönste Carrado-Kastenwagen, den ich bis jetzt kenne. Muss man einfach so sagen, weil die Folierung im Kombi mit den goldenen Delta-Felgen, top. Das ist geil, Alter, ne? Genau. Ist das nicht geil, jo? Weißt du, was das jetzt noch toppen würde? Wenn man jetzt vorne noch zu dem schwarzen, mattschwarzen Kühlergrill, wenn man dazu noch so einen mattschwarzen Frontbügel hätte, das wäre nochmal so ein... Ja, das ist auch schon wieder eine Geschmackssache. Manchmal sieht es ein bisschen zu mehr gewollt aus. Ja, doch, das wäre schon nochmal geil. Aber das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Wie... Da sieht man wieder den Altersunterschied. Ne? Der eine mag es, der andere nicht. Früher fand ich sowas auch stark. Heute sage ich, könnte ich drauf verzichten. Na ja, gut, du bist nur in die Jahre gekommen. Ja, schreibt es uns mal, was ihr dazu sagt. Robert meint so, ich meine so. Ja. Gebt ihr dem Vater oder dem Sohn lieber recht? Am besten beiden. Ja, vielleicht kommt es nicht erst zum Fauxpas. Nee. Auf jeden Fall vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Kommentiert mal bitte drunter, was haltet ihr von dem Fahrzeug? Wie findet ihr die Folierung? Würdet ihr euch sowas kaufen? Findet ihr das gut? Kommentiert auch gerne mal, habt ihr schon bei euch irgendwelche Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen, was optischer Natur ist, gerade im äußerlichen Bereich? Das wäre mal interessant zu wissen. Ansonsten folgt uns auch gerne bei Instagram oder Facebook unter Campfeeling. Genau, da sind wir auch. Und verlasst uns nicht, wollte ich schon sagen. Sorry. Und vergesst bitte nicht, uns ein Abo dazulassen. Kostet nichts. Somit verpasst auch die nächsten kommenden spannenden oder weniger spannenden Themen nicht, muss man einfach so sagen. Ja, wir wissen es ja nicht, ob es für euch spannend ist genau. Oder nicht. Und uns macht es immer Spaß. Ja, das ist ja die Hauptsache, ja, oder? Genau. Ja. So, ansonsten, wie gesagt, haut rein, halt die Ohren steif. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss.